Ja, hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil vom Kabineninstandsetzen. Draußen ist das Wetter doch sehr ungemütlich, deswegen habe ich mir einmal das Gestell vom Dach reingeholt. Und wie man hier sehen kann, sind hier noch allerhand Bohrungen drin oder Löcher drin, wo die Plane umgeschlagen war und befestigt war. Die möchte ich jetzt alle zuschweißen, genauso diese Löcher. Und hier sind noch die ein oder anderen Risse drin. Die Ecke ist offen. Das wird jetzt alles zugeschweißt, sodass ich hier einen geschlossenen Rohrrahmen unten drum habe. So, die Löcher im Rohrrahmen sind jetzt alle zugeschweißt. Und jetzt habe ich mir hier so kleine Flacheisen fertig gemacht. Die werden jetzt hier und entsprechend da hinten, da und da, also an vier Punkten hier angeschweißt. Und auf den Winkeleisen, die jetzt oben an der Kabine dran sind, da kommen entsprechend Stehbolzen rein, die dann hier durchgreifen. Und somit kann ich den Dachträger mit vier Schrauben obendrauf festschrauben. Ja, die Befestigungslaschen sind jetzt angeschweißt, die vier Stück. Und jetzt geht es darum, das Bohrbild entsprechend hier oben auf diesen Rahmen zu übertragen. Dazu habe ich jetzt den Trecker mal wieder so halb in die Werkstatt reingefahren. Jetzt werde ich den Dachträger hier oben draufsetzen, werde das ausrichten, dass er einigermaßen gerade ist. Dann in irgendeiner Art mit Schraubzwingen fixieren und dann von oben, also von der Seite mit der Bohrmaschine eben durch diese Bohrungen in den Rahmen hier oben anzeichnen, entsprechend durchbohren und dann kommen hier Stehbolzen rein, also so Stücke von der M8er Schraube, die von unten dann satt verschweißt werden. Dann wird das beigeschliffen und dann stehen hinterher nur die Bolzen nach oben raus und dann kann ich den Dachträger draufsetzen, festschrauben und bei Bedarf wieder lösen. Das Ganze habe ich jetzt erst vorgezogen. Normalerweise hatte ich ja im dritten Teil angekündigt, dass ich hier vorne erst noch Platz machen möchte neben dem Armaturenbrett. Ich gehe mal einmal hier rum. So, das habe ich mir hier auch schon angezeichnet, wo da die Freimachung hin muss. Auf der anderen Seite ist es Gott sei Dank so, dass ich umlaufend ausreichend Platz habe, da muss ich also nicht dran, selbst hier unten, wo die Bördelung vom Armaturenbrett ist, hier diese Sicke, selbst da habe ich ausreichend Platz. Ja, in dem Bereich muss ich eben ein bisschen was wegnehmen, das machen wir dann gleich. Ich möchte aber jetzt nur noch einmal die Kabine abnehmen, dann wird die zu Ende geschweißt. Hier vorne werde ich noch ein bisschen Blecharbeiten machen, das heißt, dieser Winkel wird rausgenommen und da werde ich dann diesem Verlauf hier folgen, also die Schräge aufnehmen, dass das optisch so ein bisschen besser reinpasst. Ja, und dann wären die Metallarbeiten auch schon bald abgeschlossen hier dran. Die Stehbolzen sind jetzt hier drin, vier Stück. Da ist einer und hier noch einer. Somit kann ich jetzt diesen Dachträger hier mit einfach die Laschen hier drüber setzen. Und ja, mit vier Muttern sichern. Hier vorne habe ich noch die Freimachung etwas größer gemacht und die Ecke,
eben ja den Radius angetragen, der im Prinzip diesem hier folgt. Somit wäre das jetzt soweit fertig. Das heißt, hier kann ich jetzt demnächst den Lack runternehmen. Ich hatte vom Grundsatz her eigentlich vor, dass die ganzen Teile zum Sandstrahlen zu geben. Ja, und dann eventuell sogar Pulver beschichten zu lassen. Jetzt habe ich aber noch die Überlegung, zum einen, ob ich hier vorne noch auf die rechte Seite auch eine Tür dran baue. Bin mir aber auch noch nicht sicher, ob ich die Verkleidung hinten wieder so mache, wie es war, sprich mit diesem Planverschluss oder mit dem Planverdeck. Eventuell mache ich da auch irgendwelche Einsätze und würde dann irgendwie Makrolonscheiben oder sowas einsetzen. Da bin ich mir noch nicht schlüssig, das will ich auch ausprobieren. Es kann auch gut sein, dass ich mir hier noch irgendwelche Halter dran mache, zum Beispiel eine Schwerthalterung für die Motorsäge, weil auf dem Trecker, naja, es ist halt ein Schmalspurschlepper und da habe ich keinerlei Platz, um irgendwas abzulegen. Selbst einen Schraubendreher kann ich so nicht mitnehmen, weil ich nicht wüsste, wo ich ihn verstauen sollte. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das Ganze so irgendwie blank zu machen, zu entlacken, dann grundieren und dann wird es erstmal mit der Sprühdose lackiert. Und da möchte ich im Einsatz schauen, ob ich da noch in irgendeiner Art nachbessern muss und das ja, Sandstrahlen und Pulverbeschichten könnte ich dann immer noch machen, wobei ich eigentlich davon ausgehe, oder man weiß es ja, ein Provisorium ist meistens die dauerhafteste Lösung. Naja, nichtsdestoweniger trotz, hier geht es jetzt erstmal weiter an die Schweißarbeiten, sprich ich werde es komplett fertig machen. Zum einen ist hier oben noch eine Lücke, da in dem Bereich. Da werde ich ein Stück einsetzen und das verschweißen. Und diese vier Rohre hier, die sind im Moment wie so eine kleine Rassel. Das heißt, da sind irgendwie ja, ein bisschen Rost drin. Oder auch Teile vom Schweißperlen, sage ich mal, wie ich das hier oben die Ecken dann zugeschweißt habe. Das heißt, diese vier Rohre werden jetzt von unten aufgebohrt. Also das Eisen, was unten drunter ist, wird aufgebohrt, dass der Dreck raus kann und wenn sich dann doch irgendwie Feuchtigkeit drin sammeln sollte durch ein kleines Loch oder was auch immer oder das dann da drin kondensiert, dann ist es auch wichtig, dass das Wasser raus kann. Deswegen werden die jetzt nach unten in offen gebohrt. Der Dachträger ist jetzt soweit fertig. Den Lack habe ich hier mit der Zopfbürste entfernt und jetzt ist von dieser Seite schon die erste Schicht Grundierung drauf. Das kann jetzt trocknen. Und derweil mache ich mich jetzt hier an die letzten Schweißarbeiten an dem Gestell. Ja, diese Lücke hier ist ein bisschen größer. Da nehme ich jetzt ein Stück Nagel. Das schweiße ich hier mit ein, da muss ich nicht ganz so viel Material einschweißen. Ja, das geht gut und einfach. So werde ich jetzt das ganze ekelhafte Grün und das darunter liegende Orange runternehmen. Das hier ist die Grundierung und da werde ich hinterher noch einmal mit der Zopfbürste drüber gehen und dann kann das neu grundiert werden und dann auch in Rot lackiert werden. So, am hinteren Teil habe ich jetzt die grüne Farbe runter.
habe hier oben schon ja, die Winkeleisen blank gemacht von zwei Seiten und grundiert. Da ist mir jetzt aber die Grundierung ausgegangen. Gut, wie dem auch sei, da werde ich dann die Tage eben neues Material besorgen. Derweil kann ich mich aber hier drum kümmern. Und zwar in Fahrtrichtung links musste ich ja hier neben dem Armaturenbrett noch eine Freimachung einbringen. So, und jetzt ist ja hier die Kante, dieser, ja, das Formblech. Da werde ich also die Versteifung hier rausschneiden. Dann wird dieser Winkel hier rausgenommen. Das Ganze wird umgebogen. Ebenso auf der anderen Seite. Ja, und jetzt habe ich mich entschlossen, hier auch diese Versteifung rauszunehmen. Ich mache hier noch ein bisschen mehr Platz, sodass ich an dieser, dass ich an dieser Kante auch dieses, ja, dieses Kantenschutzband hinterher drumlegen kann, sodass das komplett hier gegen das Armaturenbrett rundherum geschützt ist. Die Versteifung hier habe ich jetzt rausgeschnitten, ebenso hier die Rundung nachgearbeitet, nachgesetzt. Ja, und jetzt habe ich hier die Dreiecke rausgeschnitten, habe mir jetzt ein Winkeleisen oben drüber gesetzt, damit ich das also auch auf beiden Seiten gleichmäßig hinbekomme. Habe das ausgerichtet am Abstand zu der Linie hier oben und habe mir dann mit Schraubzwingen hier unten Flacheisen drunter gesetzt, und um diese Kante werde ich das Ganze jetzt nach unten wegbiegen. Und dann wird entsprechend die Kante an dieser Kante verschweißt. Dann komme ich hier ungefähr raus und das wird dann hinterher mit einer Schräge beigearbeitet, dass das so ein bisschen kaschiert ist. Das Ganze natürlich auf beiden Seiten. Ja, hier ist das eben spiegelverkehrt aufgebaut. Gut, was habe ich noch gemacht? Hier oben an der Kante, da war noch diese, ja, im Prinzip so ein L war da dran, wo der Rahmen vom Dach angeschweißt war. Den Winkel habe ich natürlich auch noch weggeschnitten, weil das Dach ja separat von den Unterteilen zu betrachten ist jetzt. Und ja, dass da keine Kante ist, wo das Wasser hinterläuft und hinterstehen bleiben kann. So, ich werde das Schweißgerät wieder anschmeißen und dann wird das eben umgebogen und verschweißt.